Hallo, ich bin heute in der Verbraucherzentrale hier in Lübeck und habe den Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein an meiner Seite, Herr Bock. Hallo, Herr Bock. Hallo, Frau Jarrow. Ja, meine Frage an Sie, was sind Ihre drei Hauptforderungen an die Politik? Ja, wir haben uns heute ja intensiv über die Verbraucherarbeit hier in Schleswig-Holstein, aber auch über darüber hinaus unterhalten. Erstmal herzlichen Dank dafür. Und unsere Forderung, gerade für Sie auch, die ja im Ausschuss für Arbeit und Soziales ist, ist einmal ein Non-Profit-Altersvorsorgeprodukt zu etablieren. Das ist ein Thema. Das nächste Thema, was wir auch diskutiert haben, ist die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen. Ja. Das wäre auch für uns ein großes Anliegen, weil es eine noch nicht unerhebliche Belastung für die Verbraucher darstellt. Und des Weiteren haben wir uns nochmal neben Ihrem Thema so ein bisschen über Nachhaltigkeit, Tierwohl unterhalten, das Tierwohlsiegel. Auch das ist ein Anliegen von uns, dass dort eine Transparenz geschaffen wird. Und wer da sich noch ein bisschen mehr informieren möchte und mehr Informationen zu unseren Forderungen haben möchte, der kann das auf verbraucher-zählen.de nochmal ganz genau nachlesen. Ja, ich bedanke mich herzlich für das wirklich intensive, gute Gespräch, das wir heute hier in Lübeck hatten. Also wir sind ja in vielen Punkten auf einer Wellenlinie, habe ich festgestellt. Ich freue mich auch, dass Sie sich so für den Tierschutz stark machen. Das ist ja auch ein Thema, das mich auch sehr persönlich berührt. Und ich denke, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, prima. Wir uns auch. Ja. Herzlichen Dank. Dankeschön und bis auf bald. Tschüss.